Fribourg hat im Kampf um einen Playoff-Platz heute sein letztes Ass gezückt und der amerikanische Center Mark Murphy von IFK Helsinki verpflichtet. Der ist auch schnurstracks in seinen Flieger gestiegen, ist via Kopenhagen oder hat via Kopenhagen auf Zürich wollen. In Kopenhagen ist aber der Mark Murphy geblieben hängen und darum viel zu spät zum Spiel nach Zug gekommen. Das ist der Amerikaner Mark Murphy, dem es zeitlich knapp nicht gereicht hatte. Sein Blick grimmig, sozusagen als Vorwarnung für die kommenden Gegner. Zweite Minute ist der Dämpfer für Zug, 2 Minuten gegen Paolo Duca. Allerdings, die Gäste taten sich schwer, ein Powerplay aufzuziehen. 8 Sekunden vor Ablauf der Strafe, aber dann doch einer in Schussposition. Benjamin Plus fasste sich ein Herz. 1:0 für Fribourg-Gotteron in der 3. Minute. Dann setzte sich Geoffrey Vauclair unsanft in Szene, direkt vor den Augen des konsequent durchgreifenden Head-Schiedsrichters Kurmann. Use für 2 Minuten wegen Crosschecks. Und auch diese Strafe hatte maximale Konsequenzen. Schön herauskombiniert das 1:1 durch Paolo Duca in der 11. Minute. Der Zugexpress rollte weiter an. Mit Richter. De La Rosa verpasste. Aber nochmals De La Rosa. Viel Glück für die Gäste. Dann versuchte sich Mike Maneluk. Pfostenknaller. Die Einheimischen verpassten die Resultatverbesserung und sahen sich kurz darauf wieder in Minderzahl versetzt. Topscorer Corey Murphy, der Kanadier. Der Schuss missglückt zwar, aber Tony Macchiaro stand goldrichtig. 1:2 in der 16. Minute. Die Gäste hatten das Maximum aus dem ersten Drittel herausgeholt. Zweiter Abschnitt, Fribourg blieb gefährlich. Vauclair mit einem Einzelvorstoß gegen Weibel. Als Mannschaft aber kombinierten die Zuger deutlich besser und sie waren schussfreudig. Barry Richter mit dem Ausgleich in der 26. Minute. Ein Freiburg-Verteidiger hatte mit dem Knie noch abgelenkt. Kurz darauf stand der nächste Gästeverteidiger im Mittelpunkt, Corey Murphy. Mit diesem Fehler, der andere Goldhelm war zur Stelle, Patrick Fischer 3:2. Nur 2,5 Minuten nach dem Ausgleich ging Zug zum ersten Mal in Führung. Die Stimmung heiß, Strichkampfatmosphäre pur. Es floss Blut, es wurde gekeilt, es wurde gepflegt. Den gepflegteren Spielaufbau aber zeigten eindeutig die Einheimischen, die ihr Selbstvertrauen weiter aufbauen konnten. Mit dem 4:2 durch Mike Maneluk in der 30. Minute auf Zuspiel von Fischer. 3 Zugtore also innerhalb von 4 Minuten. Das komfortable Polster wurde aber kurz nach Beginn des letzten Drittels in Frage gestellt. Durch den Anschlusstreffer von Julien Sprunger in der 44. Minute. Sprunger hatte den Schuss von Studer abgelenkt. 1 Minute später aber bekamen die Gotteroner Hoffnungen wieder einen Knick. Livio Fazio mit einem Powerplay-Tor zum 5:3. Wieder nur eine knappe Minute später, Zug in Unterzahl. Janne Niskala entwischte und 6:3. Das müsste es doch gewesen sein. 54 Sekunden später. Richard Lindner 6:4, also doch nicht. Verkehrte Welt, die Verteidigungen schienen sich beidseits aufgelöst zu haben. Dafür hatten Verteidiger die letzten 3 Tore erzielt. 6:4 für Zug, aber Richard Lindner gelang der erneute Anschlusstreffer in der 56. Minute. 6:5. Das Zuger Zittern nahm kein Ende. 22 Sekunden Verschluss, dann aber doch die Erlösung. Durch Patrick De La Rosa ins leere Tor. Schlussresultat 7:5. Ein letztlich verdienter Sieg der Zentralschweizer. Aber der Gotteron-Drachen hatte bis kurz vor Schluss Feuer gespielt.